Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lars und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und in dem Format wollen wir ja immer ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe diesmal noch nichts Großartiges vorbereitet, also nichts ausgegeben. Wobei, ich habe ein paar Investitionen auf anderen Servern getätigt, aber das werden wir uns gleich angucken. Als allererstes bin ich hier auf Main und da können wir jetzt einmal gucken. Ich hatte hier schon mal gescannt gehabt. Und zwar habe ich hier ein Item gefunden. Ja, ich weiß, es ist ein Ticken drüber. Ich wollte ja eigentlich immer Items kaufen. Normale, alle bis 50.000. Das ist jetzt bei 55. Ich würde sagen, das kaufen wir einfach. Ist schon in Ordnung. Das ist jetzt hier aus Antorus. Und dementsprechend aus dem Heroischen. Schwierigkeitsgrad, das kaufen wir uns für 55. Und dann habe ich auf ein paar anderen Servern mir schon Gold rüber gescheffelt. Auf manchen erfolgreich, auf anderen eher nicht so erfolgreich. Und das werden wir uns gleich mal ankaufen können. So, warte mal. Achso, die anderen Items kann ich euch mal zeigen, was hier noch so drin ist. Insgesamt sind jetzt noch... Wir müssen mal eins kurz machen, fällt mir ein. Ich mach kurz hier die Dialoge aus. Ich habe vorhin ein bisschen gequestet, auch ein paar Story-Sachen mitnehmen wollten. Aber hier, den Tortolaner, den packe ich nicht. Wenn der jedes Mal zum Quatschen anfängt, wenn ich da drauf drücke. Und das werden wir jetzt in den Aufnahmen noch öfter haben. Dann machen wir lieber den Sound aus. Gut, okay. Sonst haben wir jetzt hier nichts mehr Tolles dabei. Da geht es hier schon Richtung 200 K, ne? Und die ersten removeden Sachen sind hier bei 350 knapp. Also das ist tatsächlich zu teuer. Dann würde ich sagen, trage ich das schon mal in meine Tabelle ein. Und zwar haben wir jetzt für das 55 und ein paar Zerhackte gezahlt. Runden wir es mal auf 56. Nachher runden wir dann nochmal ab. Also hier haben wir das erste Item. Eine Bärenschädel haben wir hier. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe hier auf einem Server mir Gold rüber gebastelt. Wenn ihr etwas Exotisches findet, Scheiße, hat der auch den Sound noch an? Nee, Kollegen, nicht mit mir. Du blöder Tortolaner. Wenn es einen Befehl geben würde, dass ich nur den Tortolaner muten könnte, ne, das wäre super. Also ich wollte hier zwei Items kaufen. Das Problem ist, jetzt hat es halt eine Stunde gedauert, bis mein Gold da ist. Das habe ich wieder übers Auktionshaus gemacht, ne, mit Stack meinen Items. Und die Problematik ist, ich wollte hier auf Nemesis, waren zwei Items drin. Ihr seht hier einmal für 97.000. Und zwar waren es die Schwarzstulpen. Das ist ein removedes Item, meine ich. Und dann hier den Stammeskopf irgendwas Putz, der war auch drin für 94 auf Nemesis. Das Problem ist, mittlerweile sind die Dinger raus. Jetzt habe ich mein Gold hier auf dem Server und kann quasi nichts damit anfangen, was halt sehr belastend ist. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es wieder zurückbastle oder einfach bis morgen warte. Vielleicht wird es nochmal eingestellt. Jetzt, ja, keine Ahnung. Holen wir es einfach hier aus dem Postkasten raus, das Gold. Und lassen es auf dem Char. Also das werden wir jetzt mal nicht in die Rechnung mit aufnehmen. Heißt, dafür muss ich jetzt dann noch irgendeinen Ersatz finden. Und dann werden wir vielleicht die Tage dann nochmal gucken. Gut, hier bin ich jetzt... Warte, auf was für ein Server? Ich glaube auf Raven's Crest, genau. Und hier sind ein paar Items, die ich haben will. Gold müssten wir auch haben, genau. 600 irgendwas 1000. Insgesamt haben wir ausgegeben 670.000. 33 ist quasi Cut, der weggeht. Und ja, jetzt können wir ein bisschen shoppen gehen. Was ich haben will, ist auf einmal ein paar Items. Und zwar hier die Treter für 50.000. Die kaufen wir direkt schon mal. Das sind Lederdinger. Und die ja, kann ich dann mit irgendeinem Testchar, den ich mir nachher noch stellen werde, hoffentlich lernen. Oder nee, ist ein Kettentreter, genau, aus dem Grabmal. Dann, was will ich noch haben? Hier... Das Item WOD World Drop für 110, da habe ich schon mal nachgeguckt, ne? Wie es da aussieht. Wo haben wir es? Genau, das Item müsste es sein. Das ist hier auf dem Server auf Raven's Crest am günstigsten, 110. Ein paar andere sind auch drin, eine schwarz, dieses Schild auch für 111 drin. Dann hatten wir eine Klinge für 175, die war glaube ich auch hier am günstigsten. Und hier noch ein Item, und zwar die Traumschuppenbrustplatte. Die war hier für 160k auch am günstigsten. Und die drei Items oder vier Items kaufen wir uns jetzt noch. Also einmal diese Taille. Dann einmal das Hüllenschild. Das ist ein removedes, das kaufen wir uns auch. Dann die Traumschuppenbrustplatte. Die kann man herstellen. Und die ist hier auch am günstigsten drin für 160.
Und dann haben wir hier noch den Dolch. Ein World Drop für 175, der ist auch hier am günstigsten. So, jetzt habe ich noch 30k über. Es war hier ein removedes Item für 25k drin, aber das ist jetzt nach der Stunde leider auch raus und dementsprechend haben wir da leider gelitten. Jetzt würde ich sagen, hole ich die ganzen Items mal raus. Ich trage die parallel schon mal in die Tabelle ein, dass wir dann die Werte haben. Also einmal das für 175. Das können wir dann auch gleich lernen, den Dolch. Wunderbarst. Dann haben wir einmal ein Ketten-Item. Okay, das sollte ich nicht lernen. Das muss ich mit einem anderen Char lernen. Das haben wir gekauft für 160. Packen wir auch schon mit ein. 160. Dann haben wir hier das Schild. Auch gleich lernen. Halt, ich habe gar kein Schild anscheinend an. Okay, dann packen wir das mal wieder raus hier. Wieder an. Das hatten wir uns gekauft für 111 und einen Haufen Zerhackte. Da runden wir jetzt mal ab, dann müsste es passen. Also 111. Dann haben wir noch hier die Taille. Die hatten wir uns gekauft für 110 genau. Die können wir jetzt auch mal lernen. Gut, und dann haben wir jetzt hier noch die Kettenschuhe und die haben wir uns für 50k gekauft. Und dann hatten wir jetzt quasi noch Gebühr, waren glaube ich ein bisschen über 30k, ne, die ich gezahlt habe. Auf Ravencrest. 31k. Okay. Und dann haben wir jetzt hier aber noch 30k offen. Heißt, da muss ich mal gucken, was wir damit dann nachher noch machen. Wir haben jetzt bis jetzt ausgegeben dann 693.000. Eigentlich hätte ich auf dem anderen, auf Nemesis, noch 200k ausgegeben, aber da sind die Items weg. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo anders ein bisschen was finden. Aber da werde ich jetzt dann gleich nochmal gucken. Sodala, ich habe ein bisschen weiter gelockt und zwar habe ich einmal hier auf Lothar gescannt, aber ihr seht, da sind nur 32 Items drin, da geht es direkt bei 100k los, also das kannst du ziemlich knicken. Das nächste Item ist schon bei 200k und dann wird es halt hier richtig teuer. Es sind zwar ein paar removed Items drin, ne, overall, aber die sind halt weit über der 200k Grenze, deswegen werden wir da jetzt erstmal die Finger von lassen. Dann bin ich parallel auch noch auf meinem Hunter, auf Antonidas. Auch hier habe ich einmal durchgescannt gehabt. Und ja, da geht es zwar ein bisschen niedriger los bei 75, aber das sind eigentlich alles uninteressante Sachen tatsächlich. Das sind, glaube ich, sogar das, die Schultern, die wir vorher in einer anderen Schwierigkeitsstufe gekauft hatten aus Antorus. Das ist leider alles uninteressant und hier geht es dann relativ schnell über die 200k drüber. Und das Erste, was interessant wäre, wäre hier das Removed, aber das ist bei 220, also das werde ich tatsächlich auch nicht kaufen. Heißt, die beiden Server sind schon mal raus für mich an der Stelle. Dann können wir einmal auf noch zwei andere Server gucken. Und zwar habe ich jetzt hier einmal, jetzt muss ich gleich selber mal gucken, auf was für ein Server das ist. Hier habe ich nochmal einen Testchar erstellt auf, ich sag's euch gleich, ach, warte, ich muss den Chat aufmachen, sonst kann ich mir das nicht reinposten. Ah, das ist, war Argent Dawn, genau. Und hier habe ich mir jetzt nochmal ein bisschen was geholt. Das war jetzt insgesamt 124.000. Und damit müssten wir jetzt ein Item holen können. Genau, Handschuhe des Pioniers. Die kaufen wir uns einmal. Die waren zwar auf einem anderen Server noch ein Ticken günstiger, aber ich habe nicht mehr genug Testchars, die ich jetzt erstellen kann, weil ich einige ja vorhin schon erstellt habe für nix und wieder nix. Und jetzt muss ich halt ein bisschen gucken. Deswegen haben wir jetzt ein paar Gold mehr gezahlt, aber nicht wirklich viel, um dementsprechend das hier zu holen. So, warte mal, halt, das darf ich jetzt schon mal nicht hier einmal lernen, weil das ist einmal ein Ketten-Item. Jetzt hätten wir beinahe verkackt. Dann wäre das nämlich komplett gewastet gewesen und ich habe hier nämlich einen Plattenchar. Das können wir dann auch schon mal in meine Tabelle mit eintragen. Das waren jetzt hier 116 irgendwas, wobei wir müssen ja dann hier die Differenz noch mitnehmen, ne? Ich glaube 124 hatten wir gesagt. Dann tragen wir das hier einmal ein, 124. Gut. Dann sind wir jetzt bei overall 817. Und ich habe noch auf einem weiteren Server quasi das ein oder andere
Weil ich bin gerade überlegen, sollen wir das Gold aufbrauchen? Ich muss mal gucken, wie lang der Plate hat. Ah, den soll ich jetzt dann bald mal löschen, ne? Weil bei 3 Stunden werden diese quasi Testchars gelockt und dann kann man nichts mehr machen. So, ich habe jetzt hier noch einen Server. Und hier ist mir Ähnliches wie auf den anderen passiert. Das ist jetzt hier auf Draenor. Da wollte ich mir ein Item kaufen für 145.000 Gold. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, was es war. Auf jeden Fall hatte ich es noch gebraucht. Und in der Zwischenzeit ist es ausgelaufen. Jetzt ist mein Gold angekommen. Seht ihr, ich hatte noch 9k hier rumliegen. Hier haben wir jetzt noch quasi 137.700 irgendwas sind quasi einmal ausgelaufen. Oh, warte mal. Diese Gebühr, die trage ich jetzt hier aber auch ein. Weil wenn ich das Gold dann das nächste Mal aufbrauche, ist ja die Gebühr nicht mehr drin. Also das war auf Draenor. Und ich glaube, ich hatte ja auch noch auf Nemesis vorher Gold rüber gebastelt. Und da hatten wir, glaube ich, auch noch mal knapp 10k Gebühr gehabt, ne? Das waren 200k, die ich darüber geschoben habe. Heißt, da muss ich auch noch mal gucken. So. Ja, jetzt habe ich halt das Problem auf dem Server, also hier auf Draenor, dass ich eigentlich nicht so wirklich Sachen habe, die ich kaufen kann. Was ich eventuell machen könnte, hier aus dem Grab mal, ne? Das wäre vielleicht was. Das ist ein Platten-Item. 45. Oder ich bastel mir noch ein bisschen Gold rüber und guck eins von denen. Die werde ich jetzt nachher mal nachschauen, ob die hier günstig sind. Vielleicht ist das eine Sache. Aber ich würde sagen, das kaufen wir uns und dann stellen wir uns noch einen Plattenchar. Ich hoffe, ich kann noch genug Testchars nachher erstellen. Das werden wir jetzt dann aber gleich sehen. Dann tragen wir das einmal noch in die Liste mit ein. Und dann scanne ich vielleicht jetzt noch ein paar andere Server, dass wir die Millionen quasi noch zusammenkriegen. So, also mit dem 45k von hier sind wir jetzt bei 880. Ich habe jetzt die 10k von Nemesis an Gebühr eingetragen und die 8k von Draenor. Und jetzt gucken wir mal, 120 sind noch offen. Vielleicht finden wir auf dem einen oder anderen Server noch ein Item. Beauty, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gelockt. Einmal hier auf Erida. Und hier sieht es jetzt auch eher mau aus. 33 Items sind noch drin. Geht ab 100k knapp los. Sind jetzt hier ehrlich gesagt, so wie ich es gesehen habe, keine Removeden dabei. Wo sind die ersten hier? Da hätten wir ein removedes Schwert für 400k, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt noch zu teuer. Heißt, Erida, lassen wir erstmal die Finger von. Und dann habe ich hier auf Equin noch gescannt. Da geht es bei 67.000 los, sind ganze 23 Sachen drin. Und jetzt gucken wir mal, haben wir irgendwas World Drop removed? Ne, sieht auch schlecht aus. Das erste wäre jetzt hier removed bei auch knappen 400k. Und das war's, was hier auf dem Server ist, ne? Mehr ist da nicht drauf, was ich noch brauchen kann. Also auch beide Server quasi für den Sack. Und dann würde ich sagen, scanne ich mal noch auf ein paar anderen und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was zusammenkriegen. So, Dola, ich habe weiter durchgelockt und weiter gescannt. Wir haben hier einmal ein Item aus Antorus, das ich jetzt hier auf dem Server Thrall gefunden habe. Da habe ich ja selber auch noch ein paar Max-Level-Chars. Viel mehr ist hier ehrlich gesagt nicht drin. Die anderen Sachen, alles nichts Besonderes. Hier aus irgendwelchen Dungeons. Das für 50k aus Antorus können wir uns kaufen. Da habe ich jetzt auch gerade nochmal nachschauen müssen, weil dasselbe Item hatte ich ja vorher schon gekauft gehabt. Aber das ist das letzte, was ich aus Mythic-Modus brauche. Und die anderen waren, glaube ich, aus irgendeiner anderen Schwierigkeitsstufe, ne? War da jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Nicht, dass ich da versehentlich quasi nochmal das gleiche Item kauft, das will ich nicht. Gut, das tragen wir jetzt hier einmal ein. Da müssen wir auch keine Gebühr zahlen, weil auf dem Server hatte ich tatsächlich noch ein bisschen Gold rumliegen. Das waren jetzt hier 50k. Und dann habe ich auch noch auf hier ein Black Hand gescannt. Auch hier ist jetzt nichts Besonderes drin. Das günstigste ist für 87. Hier sind aber 94 Items drin, also wirklich einiges. Und eins ist mir ins Auge gesprungen, was ein bisschen über meinem 200k, über meiner 200k-Grenze drüber ist. Und zwar ist es die Grabschaufel. Ich bin aber im Überlegen, ob ich die kaufen soll. Ich habe mir nämlich mal einmal das rausgesucht auf, wo haben wir es? Hier habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Grabschaufel, die haben wir sehr. Die gibt es ganze zweimal in der kompletten EU. Und halt hier ist das günstigere und ich denke mal, das ist so ein seltenes Teil, eventuell ist es tatsächlich wert, das rauszukaufen, ne? Also wenn ich es mir jetzt hier nicht kaufe, dann werde ich es wahrscheinlich die nächste Zeit gar nicht mehr sehen, deswegen, komm, scheiß drauf. Wir holen uns das einfach jetzt für 200k und gut ist. So, warte mal, jetzt tun wir das hier einmal raus. Lernen die Schaufel gleich mal. Und dann tragen wir die natürlich auch noch ein.
Grabschaufel. Wo haben wir einmal meine Tabelle? Das waren jetzt wie viel? 210.000 und ein paar zerhackte. Runden wir das mal ab. Und ja. Jetzt sind wir unterm Strich schon bei 1,14 Millionen. Ich habe noch ein bisschen was auf Twisting Nether gesehen. Ich gucke mich da jetzt nochmal um. Vielleicht kaufe ich mir da noch ein, zwei Teile. Und ja, dann muss ich da aber erstmal wieder Gold hinscheffeln. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Also, da sehen wir uns dann gleich wieder. Sodala, mein Gold ist jetzt angekommen hier auf Twisting Nether. Da haben wir jetzt einmal nochmal, was haben wir hier? 194.000 Gold, also knappe 10.000 Gebühr. Und das können wir eigentlich gleich mal rausnehmen, genau. Und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Ich habe einmal das Hauptitem, was ich kaufen wollte, sind hier die rausgepatchten Schuhe. Und zwar Dunkelläuferstiefel heißen die einmal. Die werden wir uns schon mal schnabulieren. Und ja, dann haben wir jetzt noch 52.000 über. Und jetzt sind hier noch zwei, drei Items drin, die interessant waren. Was ich mir aber holen wollte, war das Teil hier aus Nialota. Und zwar das hier für 50. Das werden wir uns jetzt einmal kaufen. Ich hatte mir das andere auch überlegt, aber das hatte ich, glaube ich, nochmal irgendwo anders günstiger gesehen. Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal nur das hier holen. Und dann schauen wir einmal, packen wir die mal kurz aus. Also ich habe jetzt hier einen Stoffteil. Und ein Ketten-Item. Mit dem Stoff, da muss ich mir dann nochmal einen Char stellen. Da muss ich dann halt mal schauen, ob ich das überhaupt noch lernen kann. Jetzt machen wir erstmal das hier. Und dann tragen wir die auch noch in die Liste ein. Also, wir haben hier einmal Schuhe. Für, was haben wir da gezahlt? 133 aufgerundet. Und dann hatten wir das hier noch für 50.000. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Gebühr gezahlt. Wie viel waren das jetzt nochmal? Das waren, glaube ich, knappe 10, ne? Knappe 10.000. Und das ist hier dann Twisting Nether. Dann sind wir auch tatsächlich mit allem durch. Jetzt zeige ich es euch hier nochmal. Also wir haben jetzt quasi nochmal hier 133, dann nochmal 50 und dann sind wir hier mit den Gebühren quasi das rüber zu basteln auf nochmal 10.000. Und insgesamt haben wir jetzt eine Schnapszahl quasi, also fast 1.333.000 haben wir ausgegeben. Hier habe ich mir jetzt nochmal die Zahlen aufgeschrieben von den Servern, wo ich quasi noch einmal Gold liegen habe. Das muss ich dann, wenn dann, zurückbasteln oder ich finde da jetzt noch Items, die ich kaufen kann. Da sind halt zwischendrin, während ich in der Stunde, ne, was es ja immer dauert, von einem Server zum anderen über das Auktionshaus das Gold zu schieben, sind die Sachen ausgelaufen, irgendwer anders hat es gekauft und dementsprechend konnte ich dann leider die Sachen nicht mehr holen. Aber ja, das Geld werden wir hoffentlich retten. Ich vergesse es hoffentlich nicht und lösche dann diese Testchars mit irgendwie 100, 200.000 drauf. Das wäre dann eher bitter. Aber damit sind wir jetzt tatsächlich wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Da werden wir dann wieder ein bisschen was wasten. Ich hoffe, ich habe bis dahin wieder ein bisschen Gold verdient, dass wir auch nicht pleite gehen. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.